bin jetzt mit dem Bus zur Känsenhütte gefahren. Leider steht er jetzt noch davor. Und der Weg zum Grubenkopf, der geht dann da drüben rein. Den gehe ich jetzt und auf der ersten Lichtung melde ich mich da. Das ist der Weg von der Känsenhütte. Also, ich gehe jetzt mal so lang, dass man es ein bisschen sieht. Und am Rand, man glaubt es kaum, stehen wunderschöne Orchideen. Die hier, die ist ungefähr einen Meter hoch. Der Weg geht so weiter, dort stehen meine Wanderstecken. Da ist auch noch mal so eine schöne Orchidee, die ist ein bisschen niedriger. Und da schläft sogar ein Käfer drin. Es ist ein bisschen lichter, der Wald ist erstmal zu Ende. Hier ein Schwenk. Oben dahinter irgendwo ist dann der Grubenkopf. Mein Weg geht da weiter und dann da hinten. Wenn man sich beim Aufstieg mal ein bisschen ausruht, um tief durchzuatmen, und sich umdreht, hat man dann diese Aussicht. Also da lohnt sich doch eine kleine Verschnaufpause. Also ich habe die jetzt natürlich nur gemacht für die schönen Bilder. Ich habe jetzt 50 Minuten von der Känsenhütte gebraucht bis hier hoch zu dieser ersten schönen Lichtung. Hier kann man sich dann entscheiden, ob man Kesselrundweg geht, den kann ich nur empfehlen, der ist genial. Auf dem Hasentalkopf war ich noch nicht, da kann ich nichts dazu sagen. Ich gehe heute nicht den Kesselrundweg, ich gehe auf den Grubenkopf. Hier startet jetzt mein Weg, 1¼ Stunde, das schaffe ich natürlich nicht in der Zeit. Und ich kann auch nur, wenn überhaupt, Grubenkopf gehen, das andere ist mir alles viel zu schwer. Jetzt geht es da hinten hoch. Hat es auch wieder in sich. Bin ich hier auf so einem Wiesenhang, schmale Wege, und da geht es dann immer so zickzack hoch, bis ich dann irgendwann mal ganz da oben bin. Aber wenn man oben ist, hat man jeden Schmerz vergessen. Die Wege sind leider noch total rutschig. Ich weiß nicht, ob es hier geregnet hat. Auf alle Fälle kommt hier wenig Sonne hin. Richtig schmierig. Muss mich gut konzentrieren und langsam machen. Und da oben sieht man ja, wie es weitergeht. Die ganze Zeit jetzt nur so. Und da sieht man ja, wie die Bäume stehen. Da sieht man, wie steil der Hang ist. So, hier mal das steilste Stück. Da geht es richtig runter. Schöne Aussicht. Kann jetzt nicht so dolle filmen. Da sieht man es auch, wie es runter geht. Gigantisch. Aber auch, wie gesagt, Konzentration. Deshalb Handy aus. Hier ist jetzt mit das schlimmste Stück eigentlich. Sieht mir auch zur Sicherheit noch ein Seil da zum Festhalten. Das habe ich auch gut gebraucht. Und da unten sieht man den Weg dann, wie er schön zickzack runter geht. Da ist nochmal der Rest. Da ganz hinten auf dem mittleren Berg liegt ein Geocache, den habe ich vorher geholt. So, Kopf, wo ich gestern bis an die Grenze war. Und jetzt da in der Mitte ist dieser Grashang, wo man so zickzack runtergehen muss. Und unten rechts an dieser kleinen Felsspitze, fast in der Hälfte vom Bild, ist dieser alte Ahorn. Von dem nochmal ein kleiner Schwenk vom Abstieg vom Grubenkopf. Ganz hoch habe ich mich nicht getraut, das war einfach zu steil, das letzte Stück. Und da ich allein bin und ja auch nicht so gut bei Kondition,
lasse ich es lieber. Ich genieße den Ausblick hier und meinen Erfolg und mache mich jetzt langsam wieder auf den Runderweg. Zum Abschluss von meinen zwei Wandertagen gehe ich noch schnell in Lech zum Schwimmen. Brauche ich mich da nicht waschen. Hier. Ist zwar sehr kalt noch, aber egal.